Schlagerparty in der Altstadt von Düsseldorf. Ausnahmezustand für Türsteher Enrico Münch. Der 39-Jährige sorgt hier für Sicherheit und Ordnung. Immer mehr Gäste strömen in den Club Ballermann 6. Enrico muss eingreifen. Jetzt ist komplett proppevoll, ja. Aber wie gesagt, alle drei da komplett gefüllt. Ja, also das müssen wir wirklich selektieren, was wir noch reinlassen, was noch halbwegs nüchtern ist. Ja, also jetzt sind die Jungs und Party geht immer. Die benehmen sich auch. Kommen, was dann noch gefahren ist. Also denk mal, 3 Millionen Leute werden nochmal hierher kommen und jetzt richtig Party machen. Es sind mehr als 1200 Gäste im Club. Enrico verhängt eine Eingangssperre. Da wird nichts mehr jetzt. Halbe Stunde No Ingress. Ja. Zählt für die Mannschaft genauso. Später mal wiederkommen jetzt. Halbe Stunde geht erstmal nichts. Aber in den späten Abendstunden sind wir sehr stark am Selektieren, was wir für Gäste noch hineinlassen in den Laden. Keine stark angetrunkenen Leute mehr. Begleitungstechnisch halt keine zerrissenen Hosen, offener Hosenstall oder wenn sie sich eingenässt haben. Lauter solche Sachen. Das ist das, was, natürlich, was wir in dem Laden nicht haben. Da wird nichts mehr. Komm. Weil ich sage Feierabend heute. Ja, okay. Ich sage aber für heute Feierabend. Du bist zu betrunken. Du bist zu betrunken. Geh bitte nach Hause. Ab hier ist schon heute Feierabend. This is us. We are here for him. But he is too drunk. I say to him, for him is Philippe. Yeah, my friend. Yeah, my friend. For him is no way. Ich gehöre nicht zu dem, das weiß der Freund. Ich weiß, ja, ja. Darf ich rein? Wir waren hier vorher. Ja, aber dem, jetzt ist Finito. Wir haben konsumiert. Aber jetzt ist Finito. Ja. Aber es ist mit uns, es passiert nicht. Wenn etwas passiert, gehen wir zu Hause. Nein, ich habe es gesagt. Sicher. Doch. Bis am Ende. Wir waren hier vorher, vor einer Stunde. Ja, aber jetzt ist Ende. Akzeptiere das bitte gut. Versuchst du den anderen Laden, aber hier ist Schluss. Okay? Nein. Weil ich sage Ende. Enrico bleibt konsequent. Die Gruppe zieht ab. Um 1 Uhr wollen immer noch sehr viele Gäste in den Club. Ein Grund dafür, freier Eintritt. Wir müssen halt eben schauen, dass wir das ordentlich selektieren, gucken, was wir noch reinlassen, was halt nicht mehr. Die Situation haben wir ja gerade mit den Franzosen, ne, weil wenn man 3-4 Mal Nein sagen muss und man es immer wieder versucht und wir auch noch ruhig bleiben müssen, ne, sehr schwierig, ja. Aber kriegen wir hin, ne? Die nächsten beiden Besucher versuchen mit einer Ausrede ins Ballermann 6 reinzukommen. Bei dir wird heute nichts mehr, weil du durch bist. Du hast heute genug getrunken, ja. Deswegen schön nach Hause weg. Der ist unser Fahrer. So, das akzeptiere ich halt so nicht. Wenn mein Bauchgefühl oder ich sage, der ist mir zu betrunken, dann darf er auch das Lokal nicht betreten. Na, da kann er mit Ausreden kommen, wie er möchte, oder Fahrer sein, wie er möchte, aber nicht bei mir im Laden. Setz hier auf den Stuhl. Hier, Aslan. 2.30 Uhr in der Früh. Kurz vor Enricos Schichtende. Die Security hat einen Krankenwagen gerufen. Da ist eine stark angebrochene Frau. Die hat eine Überdosis getrunken. Kam nicht mehr zu sich, sodass wir sie rausschaffen mussten. Und die wird halt jetzt durch den RTW abtransportiert. Ja. Einfach zu dir ins Glas geschaut. Ja. Kann passieren. Ja. Um 3 Uhr morgens leert sich die Altstadt langsam. Enrico blickt auf einen ereignisreichen Abend zurück.
jetzt 3 Uhr Feierabend für mich, also bin ich auch gut so. Ne? Bin froh, dass das heute so vonstatten gegangen ist. Bin auch froh, dass der Betriebsleiter mich gerufen hat, weil heute war ja, wie gesagt, die Hölle durch die Schlagebote, alles so und dran. Damit zwei Mann, das hätte heute nicht ausgereicht. Aber ich denke mal, er ist heilfroh, dass ich dazugekommen bin und hier das noch ein bisschen gerettet habe. Ja, wir schauen, was der Tag morgen bringt. Die Altstadt kommt zur Ruhe. Und Enrico geht in den verdienten Feierabend.